Ich möchte jetzt den Killer-Robozug bauen. Und währenddessen das dabei erforschen. Also bau bitte. Wo sind Züge gewesen? Also wir brauchen zum einen jetzt den Zug mit dem Roboport oben drauf. Dann brauchen wir noch ein paar von den Robotern da. Die müssten ja hier oben in der Kiste gestaut werden. Ja, bau mehr. Dann brauchen wir noch Schienen und, und. Ich weiß jetzt nur gar nicht mehr, wo Schienen und so weiter gebaut wurden. Also. So sind die Roboterschiffe, ne? In welchem Tab die waren. Es kann auch sein, dass wir stinknormale Schienen noch gar nicht erforscht haben. Richtig, das werden wir zuerst brauchen, denke ich. So, gib mal. Gib mal. Enno. Gib mal die Dreier hier. Oh, ich bin voll. Okay. Prioritäten, Prioritäten. Erstmal sortieren wir mein Inventar aus. Dann schnappen wir uns da die Roboter, machen aus ein paar von den MK3ern, MK4ern, einfach weil wir es können. So, weg, 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 weg. Die ganzen Yoki-Sachen sortiere ich mal kurz aus. Die kann ich dann wieder anfordern, wenn ich da weiter basteln möchte. Aber momentan ist mir das mit den Robotern irgendwie interessanter. Dum, 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 dum. No? Exoskelett MK3. Die wollten wir bauen, richtig. Und die hier wollten wir zu MK5ern machen, wenn wir das überhaupt schon können. Wir könnten sogar 6er schon. Bräuchten wir nur Speed- und Effektivitätsmodule. Okay, noch irgendwas hier aussortieren. Die brauchen wir gerade nicht. Die Replikatoren brauchen wir nicht. Electric Furnace nicht. Weg, 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 weg. MK3 Power Rüstung. Die lasse ich mal da. Panzerbrechende Munition. So sieht es fast okay aus. So, dann hätte ich gerne ein paar von denen hier. Ah ja, hier ist das. Okay, dann bauen wir ganz viele davon. Ein paar davon. Und wo ist jetzt der transportable Roboport für die Schienen? Hier wird er nicht sein. Eigentlich würde ich ihn hier vermuten oder in dem Tab daneben. Aber das ist ein ganz anderes Mod-Dingens. Diese Locomotive MK2, davon brauchen wir auch einen. Das wird das Zugpferd sein. Cargo Wagon? Nö. Jetzt nochmal hier alles. Es war kein Yoki-Ding. Also die Yoki-Dinger kann ich eigentlich überspringen. Wobei, ich kann einfach nachgucken, was es war. Geh mal, geh mal. Uff, welches Symbol hatten die Kampfroboter-Geschichten? Das hier, ne? Also der Mod heißt Mo Combat. Und das Ding ist ein Combat Robotics Port Wagon. Und es ist ein Roboport mit einem braunen Pflaster oben drüber. Vom Symbol her, für mich zumindest. Ja, also suchen wir einen Roboport mit einem braunen Pflaster. Von Mo Combat. Also vielleicht bei Waffen? Jep. Haha, Logik siegt. So, was wollte ich noch alles machen? Ich wollte weiter forschen. Mach mal noch einen besseren Zug. Ja, komm, mach schnell fertig. So, besserer Zug ist auf dem Weg. Denn die Sache hier noch upgraden. Ich wollte irgendwas holen, um die besseren Reaktoren zu bauen. Also die drinnen Reaktoren. Und die da weiter forschen. Die da weiter forschen. So. Was wollte ich jetzt holen für die besseren Reaktoren? Ich wollte einfach nur Platz haben, oder? Nee, Speed-Module und Produktivitätsmodule jeweils MK2, die fehlten. Das ist ja kein Problem. Hier. Gib mir da einen halben Stack und da einen halben Stack. Das reicht hoffentlich. Und dann machst du bitte davon ein. Ja, erforsch mal. Egal. Davon. Ich lasse mit der Forschung jetzt. Die lenkt mich nur viel zu sehr ab und die geht viel zu schnell. Ich hätte gerne noch einen zweiten
davon. Dann sind es nur wieder Module, die fehlen. Und es ist doch ein wenig lästig mit den ganzen Kampfrobotern. Wenn ich das Ding jetzt hier aus dem Inventar schmeiße, werde ich dann nicht mehr verfolgt? Oder muss der Befehl aus dem Roboport rausgenommen werden? Ich probiere einfach mal beides. Aber momentan verfolgen die mich noch. Also es braucht eine Weile, bis die Position abgedatet wird. Ein paar Sekunden. Ja, ich nehme mal hier den Befehl raus. Das heißt, jetzt sollten sie mir nicht mehr folgen, richtig? Ich werde gestalkt. Ja, die folgen mir immer noch. Achso, weil ich das Ding jetzt wieder... Leerkiste. So. Werde ich jetzt verfolgt. Geh mal da hinten hin. Kommen immer noch. Ich habe jetzt aber definitiv keins von diesen Befehlsdingern mehr dabei. Und auch in dem Roboport. Oh, warte. Doch. Hier drin war noch einer. Okay, jetzt? Jetzt folgen die mir immer noch. Ich verstehe es nicht. Oh, sie töten Dinge, das ist okay. Wir haben unseren Diesel-Locomotive 2. Wir haben aus Versehen einen verdoppelt, was das Inventar zuspammt. Und wir haben unseren Combat Robotics Port Wagon. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hier irgendwo Schienen hinlegen, müssen dann schön viele Basen. Da oben ist eine richtig schön große Basis. Das heißt, wir gehen mal so ungefähr in die Nähe, schmeißen dann da Schienen auf den Boden. Gucken, was passiert. Oder testen wir erstmal hier oben. Also schmeiß einfach ein paar Schienen hin. Pup, 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 pup. So. Dann kommt da drauf die Diesel-Locomotive MK2, die keinen Sprit hat. Ja, hier nimmt Kohle und Holz. Bitteschön. Und hinten dran kommst jetzt du. Und bei dir schmeißen wir die da rein. Jetzt müssen wir nur noch die Schienen zu der Basis hinbauen. Mal gucken, ob das von Reichweite reicht. Achso, bau. Neue Schienen. Gut. Okay. Rein da. Go. Kommen die Roboter jetzt hinterher? Ja, die kommen langsam hinterher. Oh, da hinten zerhackstücken sie schon ein paar Königinnen. Okay. Und es wird Tag. Sehr schön. Also da wird gekämpft, da wird gekämpft, da wird gekämpft. Meine Schulterpanzer schießen auch noch mit. Und im Notfall kann ich mit dem Zug auch noch rückwärts wegfahren. Ja. Meine Damen und Herren, das ist der Killer-Roboport-Zug des Todes. Und so könnten wir jetzt... Können wir Schienen von einem Zug aussetzen? Ja, können wir. Das ist ein wenig albern, aber es geht. Was ist da das Problem? Ein Baum. Natürlich ist es ein Baum. Bäume sind immer das Problem. Steig aus und mach den Baum weg. So. Bäume weg. Boah, ist das laut und bunt. Du, da. Das ist fast wie auf der Gamescom. So. Einziges Problem, was ich sehe, ist, dass jetzt keine Roboter nachgebaut werden. Aber das ist nicht so wirklich das Ding, weil wir können ja stackweise die Roboter einfach mitnehmen. Ja, es ist ein bisschen komisch. Und theoretisch bräuchten wir noch ein paar mehr Abzweigungen und so weiter, damit wir wirklich zu jeder Basis hinkommen. Aber so könnten wir nach und nach die gesamte Karte zerstören. Jetzt machen wir mal eine Abzweigung und gucken, ob wir das von Hand wechseln können. Wenn ich jetzt nach links gehe, ja, geht. Okay. Hier brauchten wir jetzt aber so ein Kompatibilitätsstück, oder? Ich glaube, das war das neue.
Bahnsystem, dass wir da so drüber setzen mussten und dann da eine schräge. Richtig. So, das wäre jetzt unsere Abzweigung nach da. Dip, 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 dip. Hallo. Ich bin der Killerzug des Todes. Oh, ich bin gleich kaputt. Oh, ich bin wirklich gleich kaputt. Bam. Hey, hey, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Du, was ist mit den Robotern passiert? Die wurden alle zerstört, okay. Haben wir noch einen Zug auf Tasche? Nein, können wir die... Haben wir noch Roboter dabei? Nein, auch nicht. Na gut, dann auf die alte Methode. Echt ein Ticken zu laut. Oh, und einer von denen hat sich verdoppelt. Das ist doch sehr schön. Wir hätten gerne noch drei davon, wenn das hinhaut. Und ich glaube, die Einwohner werden langsam alle stinkig, dass ich deren Basen zerstöre. Kommen jetzt immer mehr Patrouillen. Aber das ist gut. Ist okay. Hier arbeitet alles, wie es arbeiten soll. Okay. Gut, das hätten wir getestet. Also diese Roboter sind sehr effektiv, sind leicht zu bauen. Das einzige Problem ist, ich muss quasi dabei sein mit dem Zug, um das denn zu machen. Entweder das oder ich schaffe es irgendwie noch die Reichweite hier noch mehr zu erhöhen. Ich weiß allerdings nicht, wo ich das reinpacken soll. Also entweder hier oder hier. Aber ich könnte mal einfach ganz viele davon bauen. So 20 Stück und dann gucken, ob sie die nächste Basis angreifen. Aber wenn wir die Folgenoption machen... Dann fliegen sie auf jeden Fall auch dahin, wo wir hinfliegen. Das heißt, wenn wir Folgenoptionen anhaben und dann irgendwo hier hinten hinlaufen, dann müssten sie eigentlich einmal hinterher durchlaufen. Und ich glaube, ich mache dich mal wieder an. Was? Du bist schon voll. Also, wow. Also, sie sind irre schnell und irre leicht zu bauen. Kommt mir ein bisschen überpowered vor, aber mal gucken. Also, das haben wir gemacht. Die... Besseren Reaktoren für meine Rüstung sind in der Arbeit. Es fehlen nur Alien-Artefakte. Ja, da haben wir recht viele aufgefressen durch die besseren Reaktoren jetzt. Wie schaut es hier unten aus? Hier unten wurden die wahrscheinlich alle schon... Was? Wow. Okay. Das war nicht so geplant. Du forder bitte an. Alien-Artefakte. 100 Stück. 273. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bau bitte davon noch zwei. Zip, 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 zip. Und wir setzen hier jetzt mal die ganzen Reichweiten-Dinger rein. Dich raus, dich rein und gucken, ob das irgendwas verändert. Nö, keiner wird ausgeworfen. Okay, dann nehmen wir hier mal alle raus und tun die mal alle hier rein. Macht immer noch keinen Unterschied. Oh. Was ist los? Warum sind sie rausgekommen? Achso, die streuen jetzt in einem größeren Radius, oder wie? Also vorher hingen die recht geknubbelt auf einem Feld. Ja. Das ist ja wenig schade. Das heißt, das müsste man sich jetzt irgendwo im Forum durchlesen, wie das genau funktioniert. Aber sowas mag ich eigentlich nicht. Eigentlich sollte das alles im Spiel mit drin sein, mit so kleinen Tooltips oder so.